Ja, servus meine Lieben Jungs und Mädels, willkommen zurück zu einem weiteren Video von World of Warships mit dem Sven natürlich. Hallo! So, und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch ein Gefecht. Fang mal an da. Yes. Wir haben jetzt in dem letzten Test damals mal festgestellt, wie das Spiel so ist ein bisschen, haben uns ein bisschen in das Spiel eingefunden. Jetzt gucken wir mal, ich habe jetzt mal dieses Anfangsgefecht mal gemacht, offscreen und ja. Gucken wir mal, was wir jetzt reißen werden. Ich nehme jetzt wieder diese, wie heißt die hier? Diese Chester da, glaube ich. Und so, wo sind wir denn? Wir sind da rechts. Blau, wo sind wir denn? Wir sind rechts. Ja. Wo sind wir denn hier in Schlüsselbereich? Ich nehme ja die South Carolina, weil ich momentan halt versuche, mit der Teammitglieder Wyoming zu holen. Aber dafür braucht man viel Schiffserfahrungs. Bin hier mit anderen Leuten auch hier immer auf 2. Achso, guck mal. Das ist Riege 3, Riege 2. Okay. Ah, da ist noch ein Team. Das ist Team A, wir sind Team B, Junge. Team B, Junge. Rules. Ja? So, da sind wir. So, dann gehen wir mal ins Gefecht hier rein hier. Da ist der Sven, der steht da. Den schießen wir jetzt gleich direkt mal ab. Gibt's eigentlich Friendly Fire? Ja, das cool. Geht. Du kannst auch deine Freunde anschießen. Du kriegst halt Minuspunkte, ne? Alles klar, Sven. Ich bleib da mal stehen, warte, bis du vorbei bist. Also ich finde, was ich noch nicht gesagt habe, ich finde, die haben sich echt Mühe gegeben. Sehr detailreich heißt das. Sehr detailreich, finde ich. Wenn man hier so mal guckt. Wir drehen uns erstmal ein bisschen. Ich find's gut. Ja, ist okay, das Game. So, fahren wir hoch. Fahren hoch. Ich würde gerne, wenn mein Schiff mal anfängt zu fahren. Achso, okay, da. 4,6 Knoten. So, wir setzen Knoten. Uns dann auch mal langsam in Bewegung. Ich glaube, unsere höchste Knotenanzahl ist, ich richte schon meine Waffen nach rechts aus, weil wir uns dann nach rechts abdrehen werden. Weil meine Waffen. Sven, da vor dir ein Fisch! Einschläge, das sind, soll ich mal vor dich halten? Kannst du mal machen, dann nämlich, solange du mich nicht triffst, ist alles schick. Ja, das hoffe ich natürlich auch, ne? Ja, wir können ja mal gucken. Oh, Sven hat mich glücklicherweise nicht getroffen. Alter, das ist so geil, ne? Wenn du über das Wasser schießt, wie das Wasser so auf die Seite weggeht bei dem Druck hinter den fetten Kanonen, ne? Ich schieße jetzt einfach mal da hinten hin. So, bum, 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 bum. Einfach mal hinschießen. Treffe ich irgendwas? Ja. Ich treffe nicht mehr in den Bereich. Du solltest schneller fahren oder beidrehen. Ich glaube, sonst werde ich dich einfach versenken, weil du in meinem Fahrwasser bist. Ich bin in deinem Fahrwasser, alles klar. Ja, ich mache also, jetzt... ich würde ja sagen, eher du bist auf Kollisionskurs, aber bist halt, ich bin halt in deinem Fahrwasser, alles klar. Kein Problem, Sven. Das nennt man so unter den Schiffsleuten. Ah, okay, alles klar. Ach cool, ich kann auch so zielen. Alter, Captain Blaubeer hier. Woo! Hab ich jetzt den geschossen? Einfach mal da hinten hin. Mal bam, Junge. Ich kann voll so, unsere höchste Knotenanzahl ist damit auch schon erreicht. Gleich. Ich glaube 70 Knoten. Ich geb jetzt mal Vollgas hier. Die Schnauze jetzt voll. Vor uns. 12 Kilometer. Sven, eben haben sie mich richtig da. Gut eingekesselt. Wie Schau, wir, vor ich habe nämlich offscreen auch mal ein Game gemacht. Da kommen Torpedos. Dreh mal bei, sonst fährst du in den anderen rein. Sehe es gerade. Ach du Scheiße, war das knapp. Da kommt Torpedos auf euch zu, fahrt mal lieber geradeaus. Ich drehe auch mal bei. Wo bist du eigentlich? Ach da. Guck mal, über uns. 6 Kilometer. Ja, und er trifft sofort. So, dann werden wir jetzt mal das Feuer zurücköffnen. Werden wir ihn auch mal begrüßen. Treffen natürlich auch direkt. Ziehen natürlich mehr ab, weil unsere Wumme einfach besser ist. Treffen wir nochmal direkt. Einmal. Langsam können wir rausnehmen. Ja, das Laden ist halt extrem beschissen. Bleib jetzt mal stehen, der nimmt hier eh gerade dich aufs Korn. Ich treffe den, glaube ich. Oder? Komm, Junge, komm ran! Aber treffe ich ihn doch nicht. Hoffe. Offen. So. Glaube ich irgendwie gar nicht gerade. Hier mal wieder beidrehen.
Gas geben. Oh. So, jetzt versenken wir ihn, würde ich sagen. Holy moly! So, ich glaube noch zwei Schüsse und erwartet für den. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, mal mich selber mal verteidigen. Ist egal, ich werde hier beschossen. Was für ihn? Scheiße, ich hab voll da reingezimmert. Alter, ich brenne. So, dann werden wir uns mal reparieren ein wenig. Ja, ich bin am Brennen. Ich verbrenne gerade so ein bisschen. Du kannst das Brennen auch wegmachen mit R, ne? Ja, ich hab aber Ablenkzeit auf dem Scheiß. Ich würde jetzt gerne so voll in die Höhe schießen. Vielleicht dafür zu sorgen, dass vielleicht doch die Schüsse treffen. Ach du Scheiße, wir brennen. Feuer! Lösch. Wer schießt denn da auf uns dahin? Fuck. Kann ich gleich in einen von euch reinfahren? Nein, natürlich nicht. Auf Emma habe ich. Wow, getroffen. Alter, da sind Torpedos hinter mir. Holy moly. Ja, ich merk's grad. Dreh bei, Junge! Dreh bei! Ich kann hier nichts machen, ich bin so langsam. Ich kann nur beidrehen. Schade, fuck. Ach, ich fahre aus der Map! Ich werd hier voll. Was passiert eigentlich, wenn das passiert? Auch eine gute Frage, ne? Hatte ich nämlich selber noch nie. Fahr mal den Autopiloten an, dass wir da vielleicht mal rauskommen. Ja, yeah, getroffen. Also. Wir hängen hier voll am Rande der Map. Wenn er so, weiter so, Junge, jetzt kriegst du Salben, Junge. Jetzt kriegst du Salben ab. So, zack, komm ran. Mal bam, Junge. Erwischt, mein Lieber. Voll daneben. Wir haben immer noch einen leichten Schaden. Also nicht wir, sondern das Schiff. Was ist denn mit dem los? Der verschwindet wir hier. Wir brennen dauernd. Schon wieder. Das war's für uns. Bam, Alter. Jetzt ich will gerne reparieren, aber der repariert kassiert. Nicht. Das ist halt die Scheiße an einem schweren Kreuzer, ne? Du bist langsam. Hast zwar Power, aber bist langsam. Ja, und dass wir jetzt am Rande der Map gefahren sind. Bist du tot? Ja, ich bin gerade gestorben, ne? Achso, ich bin gar nicht aufgefahren. So, wo ist denn hier Outlaw LP? Nicht, dass ich damit treffen werde. Lol, okay, das war gar nicht mal so schlecht. Boah, da war es auch mit ihm. So, wir haben hier hinten noch welche kämpfen. Alter, der hat einen richtig schweren Kreuzer. Ja, die machen es richtig, die Jungs. Die schweren Kreuzer bleiben halt stehen und versuchen von weiter Entfernung auszuschießen. Weil auf nahe Distanz kannst du das Ding essen. Ich glaube, ich bin gleich im Arsch oder so. Japaner? Ja. Oh, ich glaube, mich treffen jetzt gleich Torpedos und ich bin tot. Gestorben. Alter, ja, wir sehen. Hier sehen wir ihn sinken. Ja. Time to. Oh, say goodbye. Wo ist eigentlich mal meine Kapelle? Die müsste eigentlich noch spielen, oder? Mein Schiff geht ja gerade unter. Oh, wie die Titanic. Ja, ich habe auch viel Schlote, guck mal. So, jetzt müsste langsam eigentlich. Jetzt gleich müsste mein Arsch abbrechen. Hinten sieht man, da ist Jack drauf, ne? Leonardo DiCaprio mit wie ja, da sieht man die ersten Leute in die Schiffsschraube fallen. Okay. Aber immerhin die Kapelle bis zum Ende gespielt. Das ist doch schon mal gut. So, Zuschauermodus. Vielleicht die anderen, die Lutscher. Ja, die stehen hier hinten. Da ist noch einer. Oben. Ja, haben wir so. Eigentlich. Was ist denn hier los, ey? Japaner Fraktion hier oder was? Voll interessant und so. Ja, komm, lass mal rausgehen. Lass mal vielleicht noch einen selber einstarten. Zum Hafen. Ja. Zum Hafen. Sind Sie sich da 100% sicher? Ich fahr jetzt mal die Hermelin. Ein deutsches Schiff. Die Hermelin-Klasse. Das deutsche Schiff. Deutsche Schiff.
Ich würde gerne die Samson nochmal spielen. Ich bin bereit. Weil ich würde nämlich gerne später mir das hier holen. Ich glaube, da brauche ich noch einen Sieg und dann könnte ich mir das Schiff hier nehmen. Forschen. Die Dresden. Einmal bei der Samson. Bei der Samson. 40. So. Forschen. Harfen. Das Harfenkonzert. Harfe. Harfen. Ja komm, mal los hier. Ja. Go da. Ja, ich... So, Joine. Zweites Gefecht. Was geht? Was geht? I'm joining. So, da bin ich. Die wird mir jetzt was zu trinken eingießen. Riga 1. Oh, die unten, es hat geprickelt in meinem Bauchnabe. Vielleicht die anderen hier. Zerstörer. Ach so, okay. Zerstörer. Hat irgendjemand ein richtig dickes Schiff hier? Nee, ne? Alle Level 2. Die Dresden oben ist dick und die... Ja, nee, ich glaube, das sind alles nur Kreuzer. Dresden, also... Achso, Gefecht starten. Sollte ich schon mal drauf drücken, ne? Hammer, deutsches Schiff. Gebaut aus deutscher Eiche. Aus deutscher Eiche gebaut. So, wo fahren wir hin, Sven? Ja, ich hab voll die geile Idee. Lass mal, obwohl das funktioniert bestimmt nicht, oder? Ich würde sagen, lass mal hier links an den Felsen vorbeifahren. Gucken, ob wir vielleicht was wegsnacken. Was ist denn hier links? Ja, hier links. Die Schlacht beginnt. Ganz links, ja? Ja. Maximal! Dreh dich, du Scheißteil! Wart dann auf dich, ne? Ja, ich komm ja. Ich bin auf Full jetzt. Buff, buff, buff. Halt, halt, buff, halt, halt, halt. Achso, ich kann gar nicht schießen. Buff. Achtung, ich brauche Hilfe. Ich will auch was sagen. Nein, vor dir, da vorne. So, F10. Viel Glück und ruhige See wünsche ich euch. Fällt schon mal runter. Poppen unsere Maschinen. Ich wusste, dass da einer ist. Dann wusste das, Sven ist ein erfahrener Kämpfer. Seemann. Man nennt mich auch den Seebär. Und da ist. Oh, volle Kraft! Wir nebeln uns ein! War eine Scheißidee, weißt du das eigentlich? Alles klar, Rückzug! Rückzug! Wir drehen hier! Rückzug! Der Torpedo ist also trotzdem noch da. Ihr Schweine! Ich treffe euch, wenn meine Kanonen ausgerichtet sind! Ah nein, ich wurde getroffen! Ich treffe euch, wenn meine Kanonen ausgerichtet sind. Oh, ein Warnschuss vor den Bug. Wäre geil gewesen, ich hätte einen getroffen. Das ist lustig gewesen. Nein, eigentlich, oder? Boah, meine Torpedos, die könnten treffen! Da hinten. Boah, hat der ein geiles Manöver gemacht. Muss ich sagen, also, das ist Captain Baloo hier. Captain Blau. Blauer ja, Auge. Du bist auch so Captain Baloo. Egal, ob ich den einen jetzt hier getroffen hätte, das wäre lustig gewesen. Gott, hörst du diese Musik? Alter, ich fühle mich gerade, ich habe mich gerade kurzzeitig gefühlt wie in Titanic hier. Oh nein, ich glaube, ich fahre nicht irgendwie fliegen meine Geschosse nicht so weit, wie ich will. Ja, du hast ja halt... Ach du Scheiße, wir kollidieren gleich. Echt? Woo! Rechts! Weiter zu Sven, ich will! Sven Rammer, scheiße, schon vorbei. Ich muss Fahrt aufnehmen. Boah, full. Boah, ey, voll der Slider, ey. Guck mal, voll Tokyo Drift so. Ja! Voll Tokyo Drift. So. Ah, wir werden beschossen! Dann schießt irgendein Lutscher auf uns. Ja, voll in die, was sind das denn für Torpedo? Ja, ey, die gehen doch voll in Ehre. Offen,
Zumindest ein. Ich bin vor dir. Oh nein, ich bin Svens Schutzschild, das ist nicht gut. Volle Kraft voraus. Ach, das ist ja noch einer. Ah, das sage ich dazu, mein Lieber. Das sage ich dazu. Ich will gerne reparieren, aber er repariert mich irgendwie nicht. Ich werde getroffen. Woo. Ich bin getroffen. Woo. Ah, ja, guckst du mal, da guckst du mal, da guckst du mal. Ganz blöde hier, du blöder Arschloch, du. Ist doch. Ah, ich hab ihn getroffen. Woo. Ich hab ihm eine Kanone ausgeschaltet. Wieder getroffen, mein Alter. Voll nice. Ach ja? Willst du gegen meine Torpedos antreten, ja? Und sie treffen. Oh mein Gott. Und da habe ich ihn zerstört. Das lohnt sich. Lege dich niemals gegen einen Zerstörer im Nahkampf an. Oh nein! Ja, so. Oh. Ah. Sau, die Blöde. Oh. Torpedos auf meiner. Ah! Gitarre! Nein, ich hab den getroffen. Wie geil war das denn jetzt? Dann wird Davis wahrscheinlich auch wieder treffen. Ja, Mann, getroffen. In die Fresse. Komm, die treffen nochmal. Jawohl, drei Schüsse, drei Treffer. So muss das sein. Ich war jetzt auch da hinten. Oh, drei Schüsse, ein Treffer. Ah! Mach ich! Oh Gott! Ist da jetzt gleich ein Schiff da auftauchen? Ich kann mich auch gar nicht reparieren, ne? Gas, Junge! Ich will das gar nicht, dass ich mich nicht reparieren kann. Da ist ja gar kein Schiff mehr. Ich fahre in meinen Tod rein. Easy ist kommen. Ich erwisch den voll. Bekabe treffen meine Torpedos und er geht down. Ja! Jawohl, zweites Schiff versenken mit meinen Torbis. Bin fast, dass ich mich weg. Das gesehen. Ich konnte mich nicht einmal reparieren, ne? Ich habe immer auf R gedrückt, aber der repariert mich gar nicht, der dumme Wichser. Versteht das gar nicht. Der repariert dich ja auch nicht, in dem Sinne, der löscht die Feuer. Der macht dich wieder manövrierfähig und sowas. Er ist das ja super Reparatur, wenn er nur die Feuer löscht. In dem Sinne ja schon, ne? Weil, wenn du es ja so nimmst. Du kannst ja nicht mehr lenken und deine Motoren sind ausgefallen. Das ist eine Reparatur. Mein Lieber. Ah, vielleicht können wir das Ding noch reißen. Wir haben kaum noch Leben, ey. Sven ist voll die Pussy. Darf das? Guck mal, da vorne oben sitzt er am Steuer. Guck mal, ey, kleine feige Mongol. Unfassbar. Verbündeten mal. Da ist meine Leiche! Da rechts! Ja, ich hab dich ja noch explodieren sehen. Also wenn du mal gucken willst, guck in meinem Kanal vorbei, da siehst du, wie du explodierst. Aus einer anderen Perspektive. Schieß mal auf mein Schiff. Also das bin ich gar nicht, kann das sein? Das ist ein Freund gewesen, der gerade gestorben ist. Oh, Scheiße! Verpisst! Sven, die haben dich gleich, ne? Ohne Spaß. Ach, wirklich? Wie kommst du da drauf? Ist das, weil die auf mich schießen? Boah, Alter. Oder weil ich jetzt gleich tot bin? Ah, Junge, gib doch Gas! Ach, die Schlangennummer. Ah, verlieren wir auf jeden Fall. Oh, oh, Sven. Oh, oh. Alter, wo war das die knapp? Die Schlangennummer. Alter, war das knapp, Junge. Jetzt aber. Oh! Gib Gas. Der Typ ist richtig gut, ey, der auf dich schießt. Fahr deinen Kollegen rein, komm, fahr deinen Kollegen rein, du bist eh tot. Jesus.
Oh mein Gott, Jesus! Was macht der? Verpiss dich! Oh. Alter! Alter! Er schießt auch von zwei Seiten auf euch, ey. Leck mich am Arsch. Wer sind wir denn nur noch? Ach, wir sind nur noch zu viert. Ah, dann. Boah, Alter, und da ist der Sven kaputt. Boah, hat der dich erwischt, den Rucksack? Ist egal, ich kann sagen, ich habe gut gespielt. Ich habe zwei Leute weggeholt. 22 Treffer. Ich bin aber über dir, warum auch immer. Ja, oh, weil cool. Das halt so ist. Warte, vielleicht kommt das etwas früh, aber ne? Ich hab mal viel Glück gewünscht, glaube ich zumindest. Da geht der unter, Sven ist hinüber. Okay, ist langweilig, guck mal dem anderen zu. Okay, das wäre dabei meine Leiche gewesen. Bei dem was zu. Ist das hier für ein Otto? Guck mal, der ist geht. AFK. Sehr gut. Okay, der ist AFK, das heißt, unsere letzte Chance liegt bei Ashidate. Ach nee, Roslav. Roslav 1, Roslav, Lav. Okay, Roslav. 2400 HP hat er noch. Aber komm, er wird jetzt ein Schuss nur noch und dann ist er tot. Ein Schuss und er ist tot. Hallo an. Ja, was für ein geiler Endscreen. World of Warships. Ey, cool, ich habe hier irgendwie so Zeichen, Abzeichen gekriegt. Marinekriegsführer. Zieltreffer und zwei Ausfälle verursacht. Muhaha. Das ist die zwei Kills, die du gemacht hast, waren meine Ausfälle. Muhaha. So. Das denn? Das ist ja, okay, jetzt verstehe ich auch Glückstreffer. Ich habe eine Medaille gekriegt, Marinekriegsführer, Glückstreffer. Ehrbar persönlich, Peter. Zerstören Sie ein gegnerisches Schiff, indem Sie dessen Munitionsbunker zur Detonation bringen. Okay, lol. Okay. Dann habe ich noch eine gekriegt. Vernichtender Schlag. Zerstören Sie einen gegnerischen Schiff mit einer einzigen Artilleriesalve, Torpedosalve oder einer Flugzeugattacke, die 50% der Ausgangs-TP des. Junge, hast du gesehen? Hast du gesehen, wie das geht? Wie kann ich ein Schiff verkaufen? Oskar, du kannst Schiffe verkaufen. Oder kannst du die ersten Schiffe nicht verkaufen? Ich würde es. Also, wenn du. Ich habe die Schiffe auch verkauft, natürlich. Ich habe zum Beispiel, ich habe die Eri, wie ich die Chester hatte, habe ich die Eri verkauft. Weil mit der fahre ich ja nicht mehr. Theoretisch könnte ich auch die St. Louis könnte ich verkaufen. Verkaufspreis 0000, toll. Ja. AD, AD. Ja. Schon hier, Level 6. Alt, ja, Level 7. Da würde ich sagen, was das war für heute. Wir sind in einer guten Zeit. Haben ein Gefecht gemacht, das ziemlich lang ging. Huh, ich muss gehen. Tut mir leid. Und, so. und Sibi geht jetzt schlafen. Ja, ab ins Bettchen. So, geht ja, nee, dann würde ich sagen, dann war es das für World of Warships. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Sven, natürlich auch. Und ich würde sagen, lasst uns einfach einen Kommentar da, wenn ihr von mehr sehen wollt. Und ja, wir würden dann beide sagen, denke ich mal, bis zum nächsten Mal, falls ihr noch was wollt. Bis dann, ne? Macht's gut, ciao. Bis dann, tschüss.